Willkommen zurück zu Rune King, der League of Legends Story. Im letzten Part haben wir Maokais Wurzeln gereinigt, indem wir ein... Warte, wo ist es denn jetzt? Wir können es ja wiederfinden, ne? Das war's nicht. Indem wir... Nee. Den korrumpierenden Schatten besiegt haben. Da haben wir ihn. Den wunderschönen korrumpierenden Schatten. Und da haben wir Maokai. Und zu dem gehen wir jetzt auch zurück. Da haben wir den Tiefseewächter. Und da haben wir die Schützenkapitänin. Und das sind alle anderen Bosse, die es gibt. Spinnengöttin Gothra und Spinnengöttin Murath. Sehen die anders aus? Die ist so pflanzenmäßig und der ist eher so steinmäßig. Ja, nee. Ist das gleiche Model, nur in einer anderen Farbe. Na gut. Ist okay. Kann man nehmen. Ach, wir sind hier, okay. Stimmt, es gab ein Obergeschoss, da war ja was. Okay, dann mal zurück zu Maokai ist das Ziel. Yep. Zurück zum Hain. Hier haben wir eine Geschichte vergessen, die hier oben ist. Die holen wir uns noch ab. Wie auch immer wir die verpasst haben, keine Ahnung. Aber wir haben sie verpasst. Das heißt, wir müssen sie holen. So lautet das Gesetz. Oh ja, stimmt, Ari. Jo, was soll das? Das schätzt mich nicht. Ich bin stärker als du. Ihr seid 4 Level unter uns. Ja, echt, ey. Ihr seid 4 Level unter uns. Aber ein bisschen Respekt hier. Respekt, du Elders. Ich habe jetzt gesehen, dass die neue Cuphead-Serie auf Netflix draußen ist. Und ich habe es natürlich gleich geguckt. Naja, zumindest die ersten paar Folgen. Und ich mag sie gerne. Der Humor ist gut und ich mag den Stil an sich. Und ich freue mich auch auf Twitch irgendwann mal wieder Cuphead zu spielen. Ich habe es damals einmal gespielt, aber seitdem nicht mehr angefasst. Und ich denke mal, ich werde spätestens nochmal spielen, wenn das DLC draußen ist. Oder vorher schon spielen und dann das DLC dazu packen. Wir werden sehen. Wenn ihr darauf Bock habt, dann guckt gerne rein auf meinen Twitch-Kanal. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, sowie auf meinem Kanal selber. Ihr könnt es eigentlich nicht übersehen. So. Damit habe ich Eigenwerbung heute gemacht. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Die buffen nur. Die können sich nicht gegen... Die können nicht angreifen, gefühlt. Deswegen... Also können die schon, aber machen sie nie. Buffen einfach nur. Und wenn sie es machen wollen, dann ist es spät. 4 XP. Ja, die sind nicht mehr das Kämpfen wert. Da oben muss ich hin, genau. Und hier waren die ganzen Kugeln auf dem Weg, die mich gestört haben. Oder stören sollten zumindest, aber es nicht geschafft haben. Da ist die Geschichte, die ich gesucht habe. Auf See verschollen. Als ich an diesem Tag in See stach, ging ich von einer kurzen Reise aus, aber plötzlich zog wie aus dem Nichts ein Sturm auf. Er toste und brauste wie ein lebendiges Wesen und ich konnte ihm nicht entkommen. Ich weiß noch, wie ich aus dem Schiffstrümmern an den schwarzen Sandstrand kroch, aber ich weiß nicht, wie ich überlebt habe. Ich möchte nur ungern Passanten herbeirufen und verstecke mich, wenn Geister in der Nähe sind, obwohl ich sicher bin, dass Letztere mich sehen können. Fair. Bis jetzt haben sie mich in Ruhe gelassen. Wenn ich mich traue, an jemanden mit der Bitte heranzutreten, mir eine Überfahrt und ein Schiff zu verkaufen, das ich bei meiner sicheren Rückkehr gewiss bezahlen werde, werde ich ignoriert. Ich fürchte, ich bin verflucht. Ich sehne mich verzweifelt danach, zurückzukehren. Bitte komm und finde mich. Such den verrotteten Hain im Norden der Insel, im Gewirr der Wurzeln im morastigen Sumpf. Dort verstecke ich mich. Ich bete, dass dich dieser Brief erreicht. Dein X. No. Schön. Also nicht schön, dass er verloren gegangen ist, aber schön geschrieben. Schöner Brief. Wenn ich den bekommen würde, ich wäre geschockt, aber ich wäre sehr versucht, die Person zu finden, wenn die mir so einen Brief schreibt.
Ich wäre nicht abgeneigt. Ich treffe zuerst. Oh nein, ihr seid mehr als ich dachte. Niemand stellt sich mir in den Weg. Erstmal auf die Größe. Die Größe nervt mich. Die Größe ist blöd. Die Größe muss weg. Perfekt. Jetzt auf die Kleinen. Und da in einer beliebigen Reihenfolge. Mir egal. So. Ah, oh nein, mein Schaden. Heilung. Gib mir meine 6 XP pro Person. Da sind sie mal, oh Gott. Sind 4. Ernsthaft, 4 XP pro Person? Wie traurig. So. Ist das Nebel oder sind das... Ne, das ist Nebel, okay. Ich würde sagen, ist das Nebel oder sind das Spinnennetze? Nein, es ist Nebel. Es ist guter alter Nebel. Da oben ist ein Nebelmann. Da gehen wir aber nicht hin. Maokai! Maokai! Mein Freund, da bist du ja. Kleine Wesen, meine Wurzeln finden wieder Halt und meine Energie kehrt zurück. Wenn auch langsam, ich stehe in eurer Schuld. Ich liebe Maokai. Deine Blätter sind schon viel grüner. Ein willkommener Anblick. Diese Tortur hat viel von meiner Stärke gefordert. Bis der Hain sich erholt und ich die Mauern des Nebels durchbreche, braucht es Zeit. Zeit? Die haben wir nicht. Wir müssen weitermachen. Ich kenne leider keine Alternative. Die Bure schlagen seit tausenden von Jahren den Nebel zurück. Es muss doch etwas geben, das mein Volk tun kann. Das ich tun kann. Ja, die Buru. Vor der Zerstörung reisten Mönche von den gesegneten Inseln zu den Schlangeninseln, um mit den Ahnen in Kontakt zu treten. Ich hielt das immer für Gerüchte und Mythen. Wenn ihr daran zweifelt, sucht entlang der Küste der Schlangeninseln. In einem Tempel unter dem Meer brachten die Buru den Mönchen bei, mit der Schlangenmutter zu kommunizieren. Unmöglich. Wenn die Legenden der Buru ihn nicht erwähnen, wie soll ich dann diesen Ort finden? Ich werde ihn finden. Du? Ich habe Dinge in der Tiefe gesehen. Dann kennst du diesen Ort. Bringt mich in seine Nähe. Der Sog wird es mir sagen. Nehmt diese Saat. Gewährt ihr den Segen der Schlangenmutter. Ist sie voller Leben, kann ich den Hain wiederherstellen und den Nebel in unserem Weg vernichten. Das werden wir tun. Auf ein baldiges Wiedersehen, Maokai. Das Schlangenkiste segeln. Ich liebe es, wie wichtig Maokai ist in diesem... Ah, ich liebe es! Er ist so wichtig geworden hier. Das ist toll. Freut mich voll. Maokai fühlte sich immer sehr ignoriert an, deswegen freut es mich, dass er Story und Lore Aufmerksamkeit bekommt. Yep, zurück zum überschwemmten Hafen. Denn von da müssen wir nach Hause zu den Schlangeninseln segeln, damit die Buru uns helfen. Ja, einfach zum Boot. Okay. Hier ist nichts. Was ist eine Verzauberung? Ach, kann Ari das machen vielleicht? Nee, kann sie nicht. Was bringt die Verzauberungsanleitung? Verstehe es nicht. Wofür ist sie da? Das ist nämlich die hier. Oh, warte. In einer Ecke der Ruine steht ein trockenes Wasserbecken eines Verzauberers. Du meinst, eine kleine leere Vertiefung daran zu erkennen, die du eine arkane Sphäre einpassen könnte. Oh, guck mal, es sprudelt wieder. Was bringt das jetzt? Die Sphäre eingesteckt und jetzt? Yay.
Bin verwirrt. Ach so, auf dem Rückweg habe ich mir Konserve aus der Akademie geholt. Was glaubst du, ich würde mir die Gelegenheit gehen lassen, sterben hier was zu kochen? Oh, stimmt, du hast Sachen, ja. Ich will dort essen. Oh, das Angeln. Oh, das Angeln. Welchen gerade? Ich habe gerade die... Egal, ich... Da, die... Steckangel. Oh, die hochwertige Angel kostet mich aber... Kann ich die mir holen irgendwie? Kann ich verkaufen? Ja, nichts für das, was ich brauche. Warte, kann ich vielleicht mit einem von euch schwarze Sachen abhandeln? Du bist gar nicht da, sehr gut zu wissen. So, da, ne? Du bist da, kann ich hier Sachen verkaufen, die was wert sind? Ja, ich glaube, es ist nein. Nö. Du bist nur da als Dekoration anscheinend. Da ist noch jemand. Was heißt dieses blöde Ding da? Hallo, Gwen. Hallo, Gwen-Puppe. Ist sie stärker? Oh ja, ist sie. Oh, wow. Und sehr viel stärker sogar. Ich glaube, die nutze ich auch gerade. Von daher passt das schon. Was bringt dieser was bringt die Verzauberungsanleitung? Die ist doch da. Ich habe sie doch in Gang gesetzt. Warum kriege ich sie jetzt nicht? Ah, na gut. Ich verstehe es auch nicht. Ich muss mal gucken, wie die funktionieren. Vielleicht fehlt mir dafür ja was. Wer weiß das schon. Vielleicht fehlt dafür ja auch etwas. Oh. Was für eine Philosophin. Schmeißt die mich aus meinen eigenen, statt von versteckten Potenzialen geheimer Macht zu fassen, soll sie mal... Lalala. Was? Was will der denn jetzt? Wie ungerecht. Die Philosophen treffen. Oh, das gefällt mir. Wo ist sie denn? Ach, da. Die Philosophen. Und die gefällt mir. Hallo, Philosophen. Du bist an meinem Lieblingsangelplatz. Oh. Moment. Dieses Potenzial. Ihr da. Kommt einen Augenblick her. Der Schatten mustert die Gruppe, wie ein Juwelier einen Edelstein sucht. Ihr müsst Fremde sein. Und eine Vastaya ist auch unter euch. Man muss schon etwas Besonderes sein, um die gesegneten Inseln zu erreichen. Ihr seid stark, keine Frage. Doch ich spüre unerschlossene Kräfte in euch. Die Nebelgängerin hält einen Augenblick inne und lässt die Emotion nachklingen, bevor sie zum großen Finale ansetzt. Werdet meine Schlüssel, Schüler. Und gemeinsam werden wir all diese Kräfte entfesseln. Bist du? Ihr seid vorsichtig, wie ich sehe. Das ist verständlich. Da ihr fremd in diesem Land seid, habt ihr wohl noch nie von Kalia, der Philosophin, Gelehrte und Lehrerin der Menschen, gehört. Hat sie. Doch das ist alles nicht von Bedeutung. In euch schlummern unerschlossene Kräfte. Solltet ihr entscheiden, meine Schüler zu werden, kann euch euer Potenzial entfalten. Was meint ihr dazu? Warum willst du uns helfen? Ich kann dir ansehen, dass man sich nicht mit dir anlegen sollte, keine Angst. Ich möchte nur, dass die Menschheit und die Vastaya ihr volles Potenzial entfalten. Das ist mir schon Belohnung genug. Wie willst du die Macht entfalten? Kalia lächelt schief. Nun, das kommt drauf an. Es gibt so viele Pfade zur Erleuchtung, wie die es Schüler gibt. In diesem Fall also 6, kicherte sie. Oh. Bist du nicht ein Nebelgänger? Nebelgänger, was meinst du? Die Gestalt sieht dich verwirrt an. Ja, klar, warum nicht? Wunderbar. Ihr werdet euch an den Tag erinnern, an dem euch Kalia unter ihre Fittiche genommen hat. Nun, wer möchte zuerst sein Potenzial entfalten? Illaoi!
Oh. Priesterin, ich fühle mich geehrt, einer Verkündung der Wahrheit zu unterrichten. Kalia verbeugt sich, als die Laui sich ihr nähert. Obwohl ich dein Wissen über die Göttin Nagakaburo nicht teile, gibt es doch einen Gegenstand, von dem ich glaube, dass er dir ihre Gunst näher bringt. Es gab einen Götzen, einen simplen Quarzwürfel, der Nagakaburos zwiespältiges Wesen als Zerstörerin und Schöpferin darstellt, welcher der See als Opfergabe dargebracht wurde. Kalia fährt fort. Ich spüre nun seine Gegenwart auf dem Land. Wenn du ihn der Göttin zurückbringst, ist sie vielleicht gewillt, dir weitere Segen zu gewähren. Eine Opfergabe an die Göttin entweiht? Wer würde solch eines Grelek riskieren? Vielleicht geschah es aus Versehen. Wir müssen auf Nagakaburos vertrauen, dass dem so ist. Die gesamte See ist in den Gezeiten unterworfen. Im Laufe der Jahrtausende verändert sich alles. Vielleicht wurde der Götze an einer Küste angespürt oder ist ins Netz eines Fischers gegangen. Dann kommt Brom. Wirst du Brom unterrichten, kleine Lehrerin? Natürlich helfe ich dir, kichert Kalia. Du bist ein Beschützer, ein hervorragender Verteidiger. Doch manchmal muss man offensiv vorgehen, um das Richtige zu tun. Um die Schwache zu schützen, muss man manchmal Initiative ergreifen. Brom nickt enthusiastisch. Deshalb musst du mir ein Symbol der Reinheit bringen, das vom Volk der Schlangeninsel für erwiesene Dienste verliehen wurde. Ich soll jemanden auf der Schlangeninsel helfen? Aber natürlich! Leider habe ich noch nie von diesem Symbol der Reinheit in Wilgewasser gehört. Brom wird woanders suchen. Okay, dann kommt Miss Fortune. Als Miss Fortune aus der Gruppe hervortritt, atmet Kalia hörbar aus und kichert. Meine Liebe, ich kann dir kaum noch etwas beibringen. Es ist offensichtlich, dass du deine Stärke bereits gefunden und deinen Willen geformt hast. Und doch fehlt dir noch etwas. Kalia denkt kurz nach und spricht dann weiter. Ja, ich denke, ich weiß jetzt, was du brauchst. Du bist eine fähige Seefrau und befehligst eine große Flotte. Doch an Land bist du hilflos. Wenn eine Seeflotte dir auch abseits der Ozean unter die Arme greifen könnte, wärst du nicht aufzuhalten. Allerdings kann ich dich das nicht lehren. Das war ja hilfreich. Natürlich wird es meinen Schiffen helfen, wenn sie... Augenblick. In Grauhafen gab es eine Gießerei, die an einem Kanone mit erhöhter Reichweite gearbeitet hat. Ich frage mich, was nach der Graunacht aus ihr geworden ist. Okay. Yasu. Lehrstunde, was weißt du schon von der Klinge? Was könntest du mir über die Schwertkunst beibringen? Nix, sagt Kalia tonlos. Ich bin keine Waffenmeisterin. Allerdings kenne ich jemanden, der einer ist. Es gibt ja ein einzigartiges, uraltes Traktat über die Kunst des Schwertkampfes, das überall auf den gesegneten Inseln begehrt wurde. Die Schriftrolle wurde im Gewölbe der Riesen verwahrt. Wenn du sie mir bringst, findest du die Wacht, die du suchst. Wir werden sehen. Pike! Das dauert hoffentlich nicht lange. Wird es nicht. Du bist ein Assassine, der mächtige Gegner aus dem Schatten heraus tötet. Zeige mir deine wahre Stärke, indem du 3 bösartige Bewohner dieser Insel tötest, die nicht hinterrücks überfallen werden können. So kann sich dein Potenzial entfalten. Ich habe nichts gegen einen fairen Kampf. Und Ari. Als Kalia ihren Blick auf Ari richtet, versteinert ihr Lächeln. Astaya, du bist auf der Suche nach dir selbst, deiner Vergangenheit. Achte darauf, dass du dabei nicht die Kriegerin verlierst. Die Suche nach deiner Vergangenheit vernebelt die Gegenwart. Boah, weißt du das? Der Konflikt ist offensichtlich. Du hältst dich zurück. Du weißt nicht, wozu ich fähig bin. Du kennst mich nicht. Kein Stück. Und du dich auch nicht. Es ist schwer, aber du musst das tun, wenn du dich wirklich selbst kennen willst. Du bist stark, Ari. Doch solange du vor deiner Macht davonläufst und du dich fürchtest, sie einzusetzen, ist niemand damit geholfen. Auch nicht dir. Das würdest du nicht sagen, wenn du es wüsstest. Schließ deine Augen. Geh tief in dich hinein. Siehst du es? Es gibt nichts zu befürchten, solange du den Fokus nicht verlierst. Vielleicht hast du recht. Siehst du, die Macht lag die ganze Zeit in dir verborgen. Oh, wow. Ach, guck mal. Sie kriegt... Ah, nee, da. Okay, ich musste was schaffen dafür. Ari's Ult 3 freigeschaltet, verdorren. Oh, damit kriegt man die Sachen. Das ist cool. Ari hat jetzt die dritte Ult bekommen.
Weil, wie ist der Schaden denn? 600? Okay. Verdorren. Wow. Kann sie gar nicht freischalten. Fügt allen Gegnern 447 Mal Schaden zu und belegt sie mit dem Debuffs. Gift, Blutung, Fraktur, Entzündung, Unterkühlung und Magiefraktur. Die Debuffs fügen jeden Gegner über 3 Runden hinweg 520 Schaden zu. Verringert eine Runde lang ihre Hast um 30% und erhöht 3 Runden lang ihre erlittenen Schaden nochmal. Oh Gott! Das ist eine Menge. Jesus. Okay. Habe ich die ganzen Sachen jetzt hier aufgelistet irgendwo? Irgendwie im. Da, Missionsliste. Ach, Missionsliste. Perfekt. Ach, da. Ein Symbol der Reinheit finden. Die verlorenen Götzen von Nagakaburus finden. Die Blaupausen der Kanonenwürfel im Grauhafen finden. 3 mächtige Nebelgänger auf den Schatteninseln ausschalten. Das kann ich versuchen. Ich meine, ich bin im Grauhafen gerade. Weil ich weiß. Ich glaube, eine mächtige Kreatur weiß ich schon. Die wird doch jetzt angezeigt, oder? Die aktive Mission. Doch, willst du doch, oder nicht? Elite, genau. Ich meine, Grauhafen ist hier. Von daher, hier ist die Schatteninsel. Das heißt, wenn ich es irgendwo finde, ist es hier. Wo? Nicht in der Akademie anscheinend. Die Gärten? Auch nicht. Der Hain. Wald ist grauen. Ach, da. Darf ich suchen. Spinnenkönigin Schgothra. Die Gärten der Akademie, warum das denn? Achso, ich hab's geschafft schon, glaube ich. Ach, stimmt, die war hier oben, ne? Die war da nämlich. Stimmt, die habe ich ja getötet. Okay. Okay, das muss doch gucken, wo die sind. Ich habe keine Ahnung, wo die sein könnten. Eine Idee habe ich, aber es ist kein Schattengänger. Finden es raus, aber im nächsten Part jetzt, glaube ich, denn vielleicht kann ich doch noch auf den Schatten was machen in der Zeit. Deswegen will ich erstmal nicht gehen wollen, so erstmal bleiben. Aber wir werden sehen. Ich bedanke mich fürs Zugucken und im nächsten Part verlassen wir die Schatteninseln oder wir suchen die mächtigen Nebelgänger. Wir werden sehen. Tschüss!